Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist das Magikraut oder auch bekannt unter dem Namen Liebstöckel winterhart? Wenn ja, wie überwinter ich es richtig? Worauf muss ich im Winter achten, dass doch nicht schief geht? Die erste Frage kann ich euch gleich schon mal beantworten. Ja, Liebstöckel oder Magikraut ist winterhart. Bis Temperaturen bis minus 20 Grad kann in der Regel, wenn man auf einige Sachen achtet, nicht schief geht. Worauf man achten sollte, das möchte ich euch hier in meinem Video jetzt einmal erklären. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen und abonniert auch gern meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr unterstützt mich wahnsinnig weiter, um auch für euch hier in Zukunft diese Videos machen zu können. Ja, macht bitte jetzt nicht den Fehler, dass ihr euer Liebstöckel oder Magikraut einmal komplett zurückschneidet. Das wäre nämlich verkehrt. Es kann jetzt im Herbst komplett abgeerntet werden. Nämlich alles, was an der Pflanze dran bleibt, wird euch über den Winter kaputt frieren. Aber unterirdisch, da lebt die Pflanze weiter. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie man Liebstöckel jetzt richtig erntet oder schneidet, kann ich euch das gern hier einmal in einem Video verlinken. Das zeige ich euch dort. Und wenn ihr den abgeerntet habt, dann habt ihr immer noch Reste von der Pflanze dran. Und das dient dann in dem Fall als Winterschutz und sollte jetzt nicht zum Herbst, Winter zurückgeschnitten werden, sondern dann erst eine gute Handbreit im zeitigen Frühjahr, meistens so im März rum, wenn also keine harten Fröste mehr zu erwarten sind. Wenn wir dann auch den Monat März haben, dann könnt ihr auch eine ordentliche Portion Kompostdünger mit rangeben, sodass dann auch der Austrieb von eurem Liebstöckel wieder beschleunigt wird. Was auch ganz wichtig ist für den Winter, vor allem wenn wir eine längere Trockenperiode haben, an frostfreien Tagen solltet ihr immer gucken, dass das Erdreich nicht austrocknet. Das heißt, gießt gelegentlich auch mal euer Magikraut, denn wenn es im Winter austrocknet und die Gefahr besteht tatsächlich, dann geht es kaputt und treibt im nächsten Jahr nicht mehr aus. Das ist im Prinzip das Wichtigste, worauf man achten sollte. Um das Magikraut vom Austrocknen und auch ein bisschen vor den Witterungen noch zu schützen, kann man zusätzlich auch noch eine Mulchschicht an der Pflanze auslegen. Das sollte man vielleicht auch noch machen. Vor allem ist dann damit auch etwas besser der Schutz vom Austrocknen gewährleistet. Ja, das war es auch schon zum Thema Magikraut überwintern. Winterhart ist es auf jeden Fall bis minus 20 Grad. Und in den meisten Fällen wird das auch gut gehen, wenn ihr auf die 2-3 Punkte achtet, die ich euch gerade hier im Video genannt habe. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Denkt dran, das Ganze ist für euch kostenlos. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig hier auf YouTube und wir sehen uns dann vielleicht auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dann.